Wir suchen uns eine Katze, begrüßen ein neues Familienmitglied. Oh mein Gott, das ist das erste Mal. Morgen müssen wir sagen, wir nicht, was passiert ist. Wir schauen einfach, ob es hier irgendwie über die Zeit auffällt. Weil ich so ein Psycho bin. Oh mein Gott, dieser Vlog wird so gestört. Meine Lieben, heute haben wir etwas anderes vor. Ich werde es gar nicht glauben. Und zwar, wir sind auf dem Weg zur Shades Fashion Show. Die Bühne, alles, was aufgebaut ist, ist unglaublich. Hier waren wir das letzte Mal mit dem Niklas zu Let's Dance. Und ich glaube sogar, das ist in derselben Halle. Und ich muss wirklich sagen, ich konnte das mir gar nicht so vorstellen, aber das technische Equipment, was hier verbaut wurde, ist unglaublich. Und schaut euch mal das hier an. 1800 Leute finden hier drin Platz. Unglaublich. Aber wartet, bis ihr die Bühne seht. Da haben wir den Star des Abends. Bist du bereit? Machst du ein Video? Ich mache ein Video. Ja, ich bin bereit. Du? Also ich glaube heute Abend, auch wenn man so ein bisschen aufregt, ich glaube, es ist halb so wild. Jetzt geht's los. Der Mann. Gestern auf der Modenschau und heute geht's weiter. Ist auch ein harter Kontrast, muss man sagen. Ist natürlich eine Frage, die muss ich an dich stellen. Wann drehen wir eigentlich Orange Flamingo? Heute geht es nicht um Orange Flamingo, sondern um Berserker. Also ich habe jetzt schon die Sequenz gesehen, die ich so machen soll. Und ich glaube, ich krieg das hin. Ein neuer Tag und heute geht es heiß zu. Schauen wir, wer da ist. Wann kommen die Soßen endlich raus? Die sind jetzt... Diese Produktion ist fertig, die erste Chance ist da. Aber ist sehr scharf. Also ich habe gerade noch mal probiert. Der Mann ist crazy. Ja, ihr wollt es alle und ich weiß, ne, wir sind jetzt auch ganz, ganz kurz vor dem Release. Und ich sage euch eine Sache. Ich weiß nicht genau, wann der Vlog rauskommen wird. Aber wir werden auch noch auf Twitch ein Live-Event machen. Wir beide kochen. Der erste Koch. Genau. Wir grillen. Wir haben heute auch noch jemanden speziellen als Gast. Der schönste Raum im ganzen Haus ist hier vor uns. Und zwar der Spa-Bereich. Und hier, meine lieben Freunde, wird der Boden ausgetauscht. Und da schauen wir mal. Ich habe gesagt, ich helfe euch heute mit. Und? Geht's schon los hier? Ui. Guck mal, es sieht aus wie, als wenn das geteert wird. Ne? Das hier wird mit Sicherheit der schönste Raum im ganzen Haus. Und dafür gibt es jetzt natürlich auch einen speziellen Boden. Also bei diesen Fliesen hier können wir es ja nicht lassen. Also so sieht das Ganze aus. Also als erstmal wird hier so ein bisschen was aufgetragen. Ne? Also weil das hier, meine lieben Freunde, ist natürlich nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ist das eigentlich einfach zu machen? Oder also kann man das überall machen im Badezimmer? Man kann es fast überall einsetzen. Das ist nicht so ganz einfach zu verarbeiten. Reine Handarbeit, wenn es verlegt wird. Und dazu brauchst du Übung. Okay. Aber das ist das quasi, das was ihr nur macht. Also Quarz. Ja, das ist unser Kerngeschäft, diese Kiesböden. Und bei uns kann auch Handwerksunternehmen das lernen zu verlegen. Mhm. Wir vertreiben das Material, wir produzieren das selbst. Und ja, ich habe 20 Jahre verlege ich das. Und dementsprechend geben wir Handwerksschulungen für das Material, für die verschiedenen Einsatzgebiete. Cool. Theorie und Praxis. Guckt euch das mal an. Nicht schlecht, ne? Das sieht ungefähr aus wie Teer. Alter, wow. Unglaublich. Also das sieht mal stark. Und das hier ist jetzt schon fertig, ne? Ja, das kann man anfassen. Tolle Oberfläche. Das wird so an einem Stück aufgesetzt. Ja. Und ist dann von meiner Frau, die Airbrush-Designerin. Ach, das hat sie gemacht mit Airbrush. Ja, genau. Ach so, okay. Ja, ja. Das macht natürlich Sinn. Das ist auch Handarbeit. Das ist die beste Zeit des Tages. Es gibt das Mittagessen. Ich bin runterrationiert. Mittlerweile habe ich über 3 Kilo abgenommen. Wow. Das ist nicht für dich. Ach so, oh. Guck mal, so ergeht es mir jeden Tag. Das ist auch super. Was ist denn damit? Sehe ich da überhaupt richtig? Was ist das denn für eine Portion? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Weißt du, was ich bekomme? Ich würde davon so viel bekommen. So viel. Ja, Leute, und falls ihr mal einen Boden verlegt haben möchtet, dann bin ich da euer Ansprechpartner. Wenn ihr irgendwas Modernes, Cooles haben wollt, und jetzt nicht sowas wie hier, dann ist das wahrscheinlich auch die schnellste Lösung. Wie lange dauert sowas jetzt vor dem Verlegen? Also für mich sieht das jetzt eigentlich relativ schnell aus. Wir verlegen so bis 100 Quadratmeter an einem Tag. Okay. Das ist nicht schlecht. Ich natürlich als Experte stelle jetzt eine Sache fest, und zwar die Fugen. Was mit den Fugen? Die sind ja gar nicht, die Fugen müssen wir noch glatt machen. Nein, Fugen müssen nicht vorgearbeitet werden. Okay. Das können wir so machen. Einmal eben auskippen. Okay. So, und jetzt können wir das verteilen. Ich muss sagen, das ist ja jetzt schon optisch auch ein wirkliches Highlight. Preislich, wo sind wir da? Also ist das jetzt was Teures oder? Man liegt beim Fertig. Der fertig verlegte Boden fängt so bei 100 Euro
den Quadratmetern. Ah, okay. Macht ihr denn nur in NRW oder? Nein, wir verlegen bundesweit. Also ist das so wie bei allen Handwerkern, dass wenn man anruft, dass das dann so ein halbes Jahr dauert, oder? Nein, Vorlaufzeiten bewegen sich so bei zwischen 2 Monaten bis 3 Monaten. Okay. 8 bis 10 Wochen, das ist schon. Cool. Der Plan für heute ist, dass wir die ganze Fläche hier jetzt durchziehen. Ja. Und dann hier diesen gesamten oberen Bereich ausgekleidet haben. Hier kommt das Logo hin. Und dann wird der Raum schon ganz anders aussehen. Guck mal, wenn man jetzt hier schon guckt, ne, auf diese Fläche hier, guck mal, ne, das sieht schon gut aus. Habt ihr das vorher schon mal gemacht für jemand anderen? Ich dachte, ich wäre der Einzige, der es. Wir reden jetzt über das Thema Altersarmut und tatsächlich war ich relativ erschrocken, als wir uns so ein bisschen die Details angeschaut haben. Da gibt es ja keine Lobbyarbeit, ne? Wann kommt denn das überhaupt raus? 7. November. Es ist Sonntag und wir sind auf dem Weg zum Tierheim. Denn wir holen uns eine Katze, begrüßen ein neues Familienmitglied. Wir haben hier sehr viel Platz und wenn man so ein bisschen außerhalb ist, wisst ihr selber, sind sehr viele Mäuse. Und ich denke, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Währenddessen im Übrigen arbeite ich so ein bisschen daran, ein Molekülparfüm rauszubringen. Und wir testen das hier so ein bisschen mit den anderen Parfums. Der Plan ist, dass man dieses neue Molekülparfüm allen anderen Düften mischen kann und dadurch die Haltbarkeit und generell den Charakter irgendwie verstärkt. Also der Duftölanteil wird am Ende auch so bei 20-25% liegen, nur man riecht es halt nicht so doll. Es ist so ein etwas auf einem gewissen Unterton. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Erfahrung habt mit Molekülparfüm. So, Alexandria und Tiziana. Na, noch nicht klar, dass es eine Alexandria ist. Was? Aber Tiziana ist schon dabei. Okay. Ja, weiß man noch nicht so genau. Oh. Ja, die sollst du kennenlernen. So, Leute. Die zweite Nacht mit unseren Katzen ist um. Und in der ersten Nacht war sie natürlich sehr schüchtern. Wir haben sie hier unten gelassen. Und jetzt in der zweiten Nacht sind sie automatisch zu uns gekommen. Es war wunderschön. Warum bin ich jetzt schon so früh wach? Wir haben heute den Videodreh von Berserker. Das ist die Drehlocation, wo wurde Iron Sky gedreht, der absolute Blockbuster. Womit filmen wir denn heute? Wir filmen heute mit einer Red. Ein paar letzte Worte. Let's go. Marc. Die warten. Ja. Das ist meine Produktion, die läuft gar nichts. Die läuft gar nichts, wenn ich nicht will. Und 3, 2, 1, go! Nice! Alles klar. Go! Yasser, falls du das hier siehst, das mache ich mit deinen Lardini-Anzügen. Das hat das aber massiv zerlegt, ne? Kauf das scheiß Parfum, okay? Let's go, bro. Oh shit. Marc, du weißt nicht, was du dir da angetan hast. Marc. Ey, braucht jemand einen Döner oder so? Also wir fahren mal von einem Café vor. Ja, wir halten an und flexen. Alter, ich sag's dir, wie es ist, ne? Das ist gestört. Ist halt krass, ne, wie viele Blicke du damit fängst. Mal gucken, ob das Marc entdecken wird. Marc, wir sagen dir nicht, was passiert ist. Wir schauen einfach, ob es hier irgendwie über die Zeit auffällt. Genau so sieht Marc aus, wenn er mir eine Uhr nicht verkaufen will. Also das wird's nicht geben. Ich verkaufe immer alles. Eklig. Oh mein Gott. Also ich hoffe, wir haben's. Hat es hier geregnet oder was? Oh mein Gott. Einmal schminken lassen und T-Shirt wechseln. Ich bin jetzt froh, wenn es gleich vorbei ist. Ich glaube aber auch. Für ein gutes Video. Stimmt der Vlog? Der Vlog der zweite Tag. Ja, hier sind wir diesmal im Setting im Wald und da drüben wird eine heftige Lichtshow abgehen. Als erstes wird jetzt hier mit dem Auto gefahren, kleine Zwischensequenz und dann, hoffentlich ist es auch schon dann, ne? Hast du ja erschrocken ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen. Ja, weil ich so ein Psycho bin. Oh mein Gott, dieser Vlog wird so gestört. Leute, ich kann euch eine Sache sagen. Wir haben diesen Berserker-Video gedreht und ich habe die ganze Zeit, auch schon gestern, so diesen inneren Drang, einfach Mist zu bauen. Alle sind so ernst am Set. Sound ready, irgendwie so, ne? Und ich habe die ganze Zeit das Verlangen, halt irgendeinen Mist zu machen. Zum Beispiel, es gab so eine Szene, wo man mit der Waffe so schießen musste, ne? So.
Und ich wollte dann, alle ernst, meine Zähne ist einfach so. Und ich wollte dann zum Beispiel so machen. So Leute, heute ist ein großer Tag, denn wir haben ein neues Format auf Twitch. Wir versteigern Artikel, zum Beispiel heute Herbert kommt zum Besuch und wir versteigern Purple Argento ab 1 Euro. Hier so ein paar Bücher ab 1 Euro, handsigniert, und eine Omega Reduce tatsächlich auch ab 1 Euro. Inspiriert sind wir da von Christie's. Und zwar, wir haben ja, wie ihr wisst, mit Christie's etwas am Laufen, und zwar geht es um diese Uhr hier. Die wird euch bekannt vorkommen, denn es ist meine. Das ist der Prototyp und der wird versteigert. Wir werden nicht nächste Woche, sondern darauf die Woche auf eine Reise gehen und das Ganze mit euch begleiten. Wir werden ein Interview führen mit Christie's. Wie geht's? Alles klar? Wir haben heute so gekuschelt. Wir haben heute so... Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass sie sich anfasst. Und die andere, mit der kann ich nur nachts kuscheln. Die ist bestimmt hier unten, oder? Wie geht's? Oh! Oh nein. Von daher, das ist unser Familienzuwachs. Wir sind gut drauf. Ja. Und wir sind auch gut drauf. Von daher beende ich an dieser Stelle mal den Vlog.